Ich will die dir doch geben. Das ist das Horn. Oh, das ist die Rübe. Ich bin dumm. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Fox Adventures. Im letzten Part haben wir den dritten Arnstein zurück an seinen letzten Platz, an seinen rechtmäßigen Platz gebracht. Und wir haben den Mondbergpass nun komplett hinter uns gelassen, denn wir werden dort nie wieder hin zurückkehren. Und jetzt gehen wir einfach zurück ins wunderschöne Frontetal. Würde ich doch mal sagen, meine Damen und Herren. So, und jetzt brauchen wir rein theoretisch einen Anhaltspunkt, was wir machen müssen, denn wir haben keine Ahnung. Also, ja. Aber genau das wusste ich natürlich und deswegen habe ich den letzten Part auch dort gestoppt. Mann, Leute, ich bin doch nicht dumm, Alter. Ich stopp den Part doch nicht umsonst an einer völligen useless Stelle. So, denen müssen wir jetzt helfen. So, wie wir das machen, ganz einfach. Mit der ultra geilen Entferes-Steuerung. Willst du mich verarschen? Komm. Gut, erster ist gerettet. Du bist der Nächste. Oh Gott, wir müssen denen ja allen helfen. So, nächster ist gerettet. Je mehr wir auch retten, desto langsamer geht das vorbei. Also das kann man auch locker easy schaffen. Übrigens bin ich immer noch leicht angekränkt, aber das habe ich ja, glaube ich, schon im letzten Part gesagt, dass ich die Parts jetzt in einer schönen nacheinander aufnehme und heute auch fertig werden will mit der Aufnahme, denn morgen, meine Freunde, ist der Switch Release und da werde ich dann nicht mehr zum Aufnehmen kommen wegen Breath of the Wild. Deswegen bringe ich es jetzt hinter mir, dass ich dann entspannt Breath of the Wild streamen kann. Denn ich hoffe, ihr denkt dran, Breath of the Wild ist ein Stream-Projekt und ich hoffe, ihr schaut alle diesen Stream. Und wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich das Spiel schon längst gestreamt. Deswegen ist das wahrscheinlich gerade scheißegal, dass ich das sage, aber ich tue es trotzdem so. Da war ja auch noch einer. Nö, du chillst deine Eichel. Ja gut, dann ist der letzte auf dem Weg Richtung, Richtung. Hier, ihr bist schon Richtung Leitdorf. Übrigens, ich habe endlich nachgeschaut, wo die ganzen Cheat-Brunnen sind. Und es ist unglaublich, es befindet sich einer in Cap Claw. Wie konnte ich den vergessen? Also, beziehungsweise, wie wusste ich nicht mal, dass es einen in Cap Claw gibt? Danke. Again, you come to the aid of our tribe. You are a true hero, Fox. Look, fella, I'm not paid enough to keep getting you guys out of trouble. But I've got this for you. Yeah, well, thanks. Beschwert sich, dass er nicht genügend bezahlt wird, Alter. Mann, was ist los mit ihm? Egal, auf jeden Fall bekommen wir jetzt den großen Pesa-Beutel. Der kann 200 Pesa sammeln. Fülle diesen großen Pesa-Beutel jetzt schnell auf, denn im Bazar wartet etwas goldenes Glänzendes darauf abgeholt zu werden. Ja, hier bekommen wir schon den Tipp, denn im Bazar gibt es noch ein Item, das wir uns nicht gekauft haben. Und das brauchen wir jetzt eben, um weiterzukommen. So, aber warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal sicherheitshalber abchecken, wie viele Cheat-Token ich habe. Es gibt insgesamt gibt es 8. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Gut, uns fehlt Cap Claw, Snowhorn Tundra und Aquaquell-Tempel. Also das sind alle, die es gibt. So, wir brauchen jetzt 150 Pesa, das ist jetzt nicht gerade easy voll zu bekommen. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem. Irgendwo hier waren noch auch 20 Pesa drunter. Ich glaube, unter dir waren 20 Pesa, oder? Ja, da waren 20 Pesa, aber das hilft uns jetzt trotzdem nicht, die 150 Gold zu bekommen. Wir kriegen noch 30 im Bazar, aber dann haben wir 130. Leute, wo kriege ich jetzt Pesa her? Das ist jetzt eine gute Frage, du. Wo kriege ich jetzt noch Pesa her, Mann? Alter, fuck, wir müssen tatsächlich, glaube ich, nochmal in Richtung Lightfoot-Dorf gehen. Außer wir finden jetzt hier genügend Pesa. Oder? Da sind gar keine Pesa drin. Ja gut, dann gehen wir nochmal kurz Richtung Lightfoot-Dorf, holen uns da aus diesem Wald vorm Lightfoot-Dorf mal die ganzen Pesa ab und gönnen uns dann das Item, das wir uns kaufen müssen. Und das ist ja so eine wunderbar glänzende Rübe. Und die vermisst jemand. Die vermisst jemand tatsächlich.
Und, ja, das wird uns dann zum nächsten Tresor-Schrein tatsächlich führen. Da, auch wieder ran, da merkt man bald, dass Rare einfach unter Zeitdruck war. Sie hatten einfach keinen Plan mehr, wie sie das jetzt richtig einbinden und alles. Weil es ist einfach komplett zusammenhangslos. Du kriegst einen Pesa-Beutel, womit du dir dann dieses scheiß Teil kaufst. Und auf einmal gehst du dahin und das führt dich zu einem scheiß, zu einem fucking... Ihr wisst schon was. Tresor-Schrein. Das ist einfach... Rare ran out of time. Because of Microsoft. Also wenn ihr euch über das Spiel beschweren wollt, dass es so unfertig ist oder so, dann beschwert euch bei Microsoft, Alter. Die sind schuld dran, Leute. Microsoft ist schuld dran, dass dieses Spiel so ist, wie es ist. So, und das sind perfekt die zwei Pesa, die wir brauchen. Optimal. Dann gehen wir jetzt zurück. Dann gehen wir an den Bazar, gönnen uns diese geheimen 30 Pesa. Dann haben wir die 150. Dann kaufen wir uns das letzte Item. Dann sollten wir aber nochmal Pesa sammeln für die Cheat-Token. Ja gut. Die auch von Aquacan Cap Claw holen wir sowieso erst nach dem vierten Dungeon, aber in der Snow und Tundra sollten wir jetzt auf jeden Fall den Cheat-Brunnen holen, weil dort werden wir danach auch nicht mehr hin zurückkehren und uns auch die letzten Energiezellen dort holen. Ich glaube, wir haben es immer noch nicht ganz erkundet. Also es ist ein großes Stück, wo ich gedacht habe, das kann man noch nicht erkunden, aber den Cheat-Brunnen, den hätte man schon direkt holen können eigentlich. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dumm bin. Es gibt da nämlich noch ein paar Sachen, die wir erkunden müssen. Ein paar Stellen, wobei... Ach egal, wir werden es sehen, wenn wir da sind. So, auf jeden Fall... Ich verstehe die Range von euch nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zum Bazar, um uns dort... warte, sind vielleicht jetzt hier die wieder da? Ne, ihr seid nicht da. Ich frage mich, wann ihr respawnt. Ja gut. Dann weiter husten, Alter. Leute, das pisst mich an. Ich trinke einen Schluck. Geil. Mögt ihr husten? Wenn ihr husten mögt, dann mag ich euch auf jeden Fall nicht. So. Fallen Tail Bazaar. Gut, wir müssen jetzt einmal hier rum. Dann da runter. Zum Glück gibt es diesen geheimen Raum. Ansonsten würde ich jetzt nochmal ewig nach 30 Pesern suchen. Und hier sind perfekt drunter 30 Pesa. Boah, hätte ich den jetzt nicht einsammeln können, dann hätte ich angefangen zu weinen, meine Freunde. Gut, du hast in dem Raum, glaube ich, im Abenteuer-Stuff. Ja, da bist du. You paid this much. Mal schauen. Ach, es kostet sogar nur 130. Handeln wir nochmal 5 Pesa runter. That's too low, halt dein Maul. Ja gut, dann zahlen wir die 130, dann haben wir noch genügend Pesa für den Cheatbrunnen. Das geht sich doch perfekt aus, oder? So, mein Ziel für den Part ist es, den ganzen Scheiß jetzt machen in der Snow Tundra, den Tresorgeist abzustauben und ihn zurückzubringen und dann im nächsten Part uns schon aufmachen zum nächsten Dungeon tatsächlich. Und dann ist das Spiel schon fast zu Ende, Leute. Es ist traurig, aber ich weiß, irgendwann muss es halt mal enden, Leute. Irgendwann muss es enden. Und ich bin froh, dass ich dieses Spiel endlich in ordentlicher Qualität let's playen konnte. Gut. Ah, warte, let's play. Tricky, wir let's playen. Ja, ich let's play doch gerade. So, das ist eine Sache, die ich endlich auch noch gern zeigen würde, wie Tricky seine Farbe ändert. Komm, änder sie. Änder sie. Los. Wenn ich nochmal einen Schluck trinke. Änder deine Farbe, Mann. Oh, das Zeug, das ich trinke, ist vegan. Schön zu wissen. Los, Tricky, machst du die Zuschauer. Wir sind in einem Let's Play. Wie du es gerade schon so schön gesagt hast. Ja, komm zurück. Ich glaube, wir werden das nicht mehr sehen in diesem Let's Play. Einmal werfen wir ihn noch. Tricky, komm, du bist ein cooler. Ja! Ja, er hat sie geändert! In eine schwule Farbe! Och, bitte! Er hat sie in eine schwule Farbe geändert. Ich checke immer noch nicht, wie man diesen Ball weglegt, ne? Das ist mir scheißegal, dass den Ball da jetzt liegen. Oh, warum in so eine Farbe, Tricky?
Du hast so coole Farben. Aber er hat's gemacht. Er hat's gemacht. Er hat sie geändert. Tricky Cobbett. Dieses Husten. Ich glaube, die letzten Parts habe ich mich nur über das Husten aufgeregt. Kann das so sein? Wenn ja, dann tut's mir leid. So. Schwuler Tricky. Der pinke Tricky, meine Freunde. Ja, bleibt da mal stehen. Dass wir dann das letzte Mal diesen scheiß nervigen Weg... Wobei, nee, wir müssen ja auch wieder zurück. Das vorletzte Mal diesen scheiß nervigen Weg gehen können. So. Voll zurück. Und runter. Zack, 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 zack. Komm mit. Hör auf zu Dumm-Di-Dummen. Wir schwimmen durch diese wunderschöne Strömung, durch dieses wunderschöne Wasser mit... sind es Algen oder sind es einfach normale Pflanzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Übrigens habe ich noch... Wobei doch... Ich habe... Oh doch, doch. Leute, ich weiß schon, was ich nach Star Fox Adventures Let's Playen werde. Ein weiteres Kindheitsspiel von mir und das ist auch wieder ein Gamecube-Spiel. Ihr könnt in den Kommentaren raten, was es sein wird. Ich gebe euch keinen Tipp, außer dass es ein Gamecube-Spiel ist. Und es ist ein Kindheitsspiel von mir. Es ist ein sehr cooles Kindheitsspiel von mir. So. Jetzt würde ich gerne... Ich glaube, wenn man dich killt da drin... So, pass auf. Wir müssen jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Würde sich euch zumindest empfehlen zu treffen. Genau. Wenn wir dich killen, dann knickst du um. Das ist wichtig für das, was wir jetzt dann machen werden. So, ansonsten... Ja, Energiezellen, Scanner rastet hier aus. Stellen wir uns jetzt hier auf so eine Eisscholle und lassen uns bis nach hinten treiben. Dort ist nämlich der Cheatbrunnen. Da hätten wir schon die ganze Zeit hingehen können. Warum haben wir es nicht gemacht? Weil ich dumm bin. Lasst mich. Ich glaube, ihr spuckt auf mich, oder? Nee, nicht mal. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich war halt dumm. Da hinten sollte jetzt gleich kommen. Wir treiben auf jeden Fall schön weiter. Ja, da ist er, der Cheatbrunnen. Warum lässt man sich hier treiben? Weil es ist Eiswasser und ihr wisst Bescheid, da kriegt man Schaden, wenn man zu lange drin ist. Für Cheat Token. Und deswegen möchte ich das nicht machen. So, hier friss. Her damit. Du wirst deine Cheat-Münze halten. Nice, jetzt fehlen uns nur noch zwei. Und die sind in Capclaw und Aquaquell. Und da kommen wir erst wieder hin. Nachdem wir den zweiten Dungeon abgeschlossen haben. Den dritten Dungeon. So. Energiezeller hätten wir hier auch. Wir folgen dem Energiezellen-Scanner mal dahin, wo wir uns hinleiten will. Er sagt in die Richtung. Ach, guck mal, da sehe ich sie schon. Da sehe ich sie doch schon. War da drin nicht auch noch eine? Ah, guck mal, da war es aber was anderes. Ah. Sag nicht, ihr spawnt da oben. Ich hasse mein Leben. Dann nochmal dahinter. Das biete ich jetzt aber ab. Es ist sogar abgespeedet, scheiße, langsam. Yeah. Das kommt jetzt echt nicht viel schneller vor. Ja gut. So, runter da. Und dann nochmal den ganzen Weg außen rumlaufen. Für zwei weitere wunderschöne Energiezellen, die wir eigentlich nicht mehr wirklich brauchen. Naja. Was will man machen? So, genau. Dann gehen wir jetzt darüber. Kaltes Wasser, Fox, geh hoch. Du holst die Erkältung. Und dann wein nicht rum. Ich hab dich gewarnt. So. Vielleicht geht der Part wieder in die Überlänge. Ich weiß es nicht. Es könnte eventuell sein, wenn... Ja, dann tut es mir leid, Leute. Ich versuche die nächsten Parts dafür wirklich nicht in Überlänge zu gestalten. Wir kommen hier... Doch, wir kommen hier hoch. Ach ne. Lol, aber doch, in die Richtung ist was. Doch, da oben. So, dann klettern wir da jetzt hoch. Ihr seht, wir hätten schon noch einiges erkunden können, als wir das erste Mal hier waren. Ich Trottel habe es aber nicht gemacht. Hätte ich es getan, dann hätten wir uns jetzt einiges an Zeit gespart. Aber ich bin dumm, lasst mich. So, es sind hier aber immer noch Energiezellen. Das ist... Wie viel habe ich denn hier vergessen, Alter? Was ist denn los? What the fuck, Alter? Wir haben fast 50 Energiezellen. Ist krass, ist krass. So. Wohin willst du mich lotsen?
In die Richtung. Das ist dann aber da oben. Das gehört zu dem, was wir jetzt, glaube ich, dann machen müssen. Aber jetzt sagst du mir in die Richtung. Ich folge dir jetzt einfach mal. So, weißt du, ich bin jetzt so cool, ich folge dir jetzt einfach mal. So, sagst du mir in die Richtung? Könnt ihr mir vorstellen, da unten. Wie gehst du auf? Kannst du mir das aufmachen? I hear you rescued my daughter. Oh, how I long to see her again. Du kannst mir es nicht aufmachen. Das ist unpraktisch. Wie geht das auf? Da drin stehen noch ein paar Schablo. Ja gut, ich denke mal, das hängt mit der scheiß Sache zusammen, die wir jetzt machen müssen. Eine Sache, die ich als Kind auch nicht wirklich mochte. Ihr merkt schon so, alles was nach der Cloudrunner-Festung kam, sind Sachen, die ich als Kind nicht wirklich mochte. Das ist irgendwie, ne? Wow, wow, wow. Drachenwurm heißt die also. So, wir gehen jetzt hier rüber zu dem guten Herrn. Der vermisst nämlich diese wunderbare Goldrübe. Und bevor wir mit dir reden, Flame Tricky das hier mal auf. Wobei, nee, doch, wir geben dir schon eine Goldrübe. Wo ist denn sie? Oh Gott, Cheatmünze, Cheatmünze, Cheatmünze. Da. Oh, what a sad day. My golden root has been stolen. Willst du mich verarschen? Oh, what a sad day. Ich will die dir doch geben. My golden root has been stolen. Das ist das Horn. Oh, das ist die Rübe. Ich bin dumm. This item was stolen from me many years ago. I believe it was around the same time that a strange floating dinosaur visited the wastes. In return, I will give you the chance to prove yourself. Whoa! The call of the Snowhorn will begin your challenge. Genau, das Snowhorn brauchen wir jetzt nämlich wieder. So war das. Oh mein Gott. Boah, ich wollte ihm die ganze Zeit das Snowhorn geben. Ich bin so dumm. Ja, hätten wir ihm das Snowhorn gegeben, dann wäre das Spiel jetzt hier zu Ende. Gut Job. Tricky macht das schon mal auf. Also ich glaube, wenn wir das Lagerfeuer anzünden, passiert auch was. Ich bin mir not sure. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier gleich entlang. Ich kümmere mich schon mal ein bisschen im Voraus darum. Wenn du mir nicht auf den Sack gehen würdest. Boah, du gibst mir einen Energiekristall. Danke, ich liebe dich. Hä? Ich wollte schon sagen, Alter. Wir brauchen aber unbedingt wieder Magie, Energie, whatever. Wir haben nämlich nichts. Wir können gerade so ein Inferis benutzen. Das ist eher unpraktisch. Tricky, was passiert, wenn du das hier anzündest? Kannst du nicht. Okay. Gut. Bevor wir jetzt wirklich anfangen mit dieser Challenge. Also den, gut, ich sag mal so, den Tresorgeist bringe ich jetzt vielleicht nicht mehr zurück in den Part. Aber wir fangen an mit der Challenge und wir holen den Tresorgeist auch noch. So. Dich rüste ich mir jetzt mal aus. Ach, bist du denn? So, und wir fangen an. Wie funktioniert diese Challenge? Man bläst an einem Stand und man sieht, wo die nächste... Nur diese nächste Plattform erscheint und da müssen wir dann hinrennen. Und das fand ich gerade sehr schön, liebe Kamera. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, bitte, warum hat man da so ewig Black Screen? Ja, es fängt gut an. Ich glaube, wir warten und fangen nochmal von vorne an, weil ich glaube, die Zeit wird drauf addiert und jetzt haben wir einfach schon so viele Sekunden verschwendet. Komm, holen wir uns nochmal hier. Alter, hört auf, uns abzuballern. Wir warten nochmal. Na, wie geht's dir so? Großer, ja, schönen Tag gehabt. Ja, kann ich mir vorstellen. Komm, Zeit, geh vorbei, bitte. Warum war ich hatte die Kamera aber doch in die Richtung, als ich geblasen habe. Ja, egal. Zeit, geh vorbei. Lass uns nochmal von vorne anfangen, bitte. Danke. So. Der Blackstream ist ziemlich unnötig. Jetzt warm ist es nicht. Ja, okay, es ist dann halt nicht mehr auf Y ausgerüstet. So, und jetzt bleibt bitte nicht so lange schwarz, liebes Bild. Weil die Zeit läuft halt schon. Das ist das Unfaire an dieser Challenge. Ja, und warum ist man dann in die Richtung geredet? Ich check's nicht. Egal. Auf jeden Fall geht man dann dahin. Spielt nochmal.
Normalerweise müsste man jetzt Zeit dazu bekommen. Bekommt man auch. Und man sieht, wo man hin muss. Und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Heilige Scheiße. Es ist auf jeden Fall schon in der Nähe des Tresorschreins. Ich glaube, aber es ist in die Richtung. Ach ja, doch, natürlich ist es in die Richtung. Und zwar genau hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, jetzt müssen wir so gesehen den ganzen Weg zurück. Oder können wir hier runter irgendwo? Ja, doch, 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 natürlich. Dann können wir runterspringen. Alter. Und landen dann da direkt. Das ist optimal. So, müssen wir als nächstes hin. Einfach nur dahin. Ist euer Ernst? Ist einfach nur geradeaus laufen. Wieso habe ich das als Kind so gehasst? Ich weiß es nicht. Es ist nämlich gar nicht so schwer. Gut. Schön da hinten. Wow. Richtig, richtig versteckt. Richtig gut versteckt. So, ich glaube, jetzt müssen wir dahin, wo wir gerade. Also in die Nähe des Cheatbrunnens. Ja, kommt gut hin. Ich weiß. Leute, ich weiß echt nicht, wie man dieses Tor da unten aufmacht. Und dementsprechend werde ich dann auch auf diese Energiezone scheißen. Weil ich will da jetzt nicht ewig herumrätseln, wie das aufgeht. Das ist mir nämlich einfach zu blöd. So genau, und jetzt muss man da hoch. Und da bin ich als Kind verzweifelt, weil ich keine Ahnung hatte, wo das ist. Aber darum haben wir uns ja schon gekümmert. Und ich glaube, das ist die letzte Plattform. Ja, danke, du Wichser. Das ist die letzte Plattform. Ich habe auch als Kind nicht gecheckt, dass dieser Baumstamm umfällt, wenn wir dagegen schießen. Dass dieser Baumstamm umfällt, wenn wir dagegen schießen. Würdest du mit hochgehen? Danke, Fox. So, rüber. Schön rüber. Und dann kletter da hoch. So. Und das müsste es gewesen sein. Oder? Ja, das war's. Da ist der Eingang zum Tresor-Schrein. So. Den werden wir in ein Buffon-Blatt, Alter. Ich brauche euch nicht. Ich frage mich immer noch, woher ich 10 Buffon-Blatt habe. Egal, brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich frage mich aber immer noch, wie wir diese scheiß Sache da aufbekommen, wo die Energiezelle drin ist. Und deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz eine Sache abchecken. Ob vielleicht noch in der Höhle was drin ist. Irgendwie ein Schalter oder so, den wir ausgraben können, Tricky. Nein, hör auf. Muss doch noch irgendwo was sein, Alter. Die können wir tatsächlich graben. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das damit zusammenhängt. Aber man weiß ja nie. Es ist ein Buffon-Blatt. Alter. Wie komme ich da rein? Das ist ein Rätsel, das mich sehr beschäftigt, Leute. Wie komme ich da rein? Es geht hier um eine Energiezelle. Ja gut, es geht um eine Energiezelle. Das ist nichts, aber... Ihr versteht mich, denke ich, oder? Ja, ihr versteht mich da. Wo könnte was sein? Was das aufmacht? Weil eigentlich sollte es, glaube ich, offen sein. Kannst du es abfackeln, Tricky? Nee, kannst du auch nicht. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Tresorschrein. Ich will den Part nicht unnötig lange halten. Wir scheißen auf diese eine Energiezelle. Den Prozess, ihr wisst, dass sie da ist. Ihr könnt es ja selbst herausfinden. Aber der Part ist jetzt schon wieder über die 20 Minuten hinaus. Und den Tresor-Geist will ich auf jeden Fall noch holen. Deswegen scheißen wir da jetzt, wie gesagt, drauf. Könnt ihr herausfinden, wie es geht. Und ja, wenn ihr es privat selbst spielt, dann könnt ihr den ja holen. Die Energiezelle. So, ja, so nachts brennt hier auch das Feuer tatsächlich. Das ist interessant. Auf die Scheiße sind wir wie immer. Da ist der Baum, den wir rausgeschossen haben. Aber hier ist auch nirgendwo was, oder? Nee, hier ist nichts. So. Dankeschön, Dankeschön, lieber Mann. Dankeschön. So, die Energiezelle nehmen wir. Und dann geht's auf in den Tresor-Schrein. Und Tricky rennt zurück, warum auch immer. Läuft bei dir, Tricky. Mit der nicht mehr so coolen Farbe. Ich weiß, ich wollte, dass Tricky eine andere Farbe annimmt, aber jetzt beschwere ich mich über diese Farbe. Ich bin durchaus logisch. Ich weiß, vielen Dank. Das habe ich selbst schon gecheckt. Gut, oh ja, das war der Tresor-Schrein mit Eis. Wie viele haben wir eigentlich? Ich glaube, das ist jetzt der 5. oder so. Uns fehlen noch 3.
Ah, stimmt. Ja, ja. Hab ich voll vergessen. Hab ich voll vergessen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So. Das ist also der vorvorletzte Chrysoa-Schrein. Mit Eisrätseln. Oh Gott, ihr seht es schon. Alter. Ja, meine Freunde. Das war ein Treffer, so, und jetzt schnell. Jetzt muss ich hier schnell sein, dass die nicht respawnen. Es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer. Gut, wir haben es durchgeschafft. Die einzige Geschwindigkeit liegt dabei, wenn die Viecher da sind. Aber ansonsten ist da keine vorhanden. Sag nicht, ich muss da noch eins mit herbringen. Ach Gott, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Ja, ja. Wenn man sonst nicht weiß, was man noch machen soll für so ein Schrein, streckt man ihn einfach. Rare Team. Macht das Spiel länger. Ist super. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall dich wieder. Und ich hoffe, ihr respawnt jetzt nicht. Das wird ziemlich unpraktisch. So, wenn man hier schnell genug läuft, dann fühlt sich das Ganze auch an wie normaler Boden. Ja, ist halt so. Jetzt ist die Frage, wie... Ich warte mal, bis du wieder weg bist. Ich glaube, wenn ich dich betätige... Genau. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich weiß Bescheid. Du kommst mal zurück, das machen wir jetzt im Speed-Durchgang. So, wir fangen so an. Warten, bis du vorbei bist. Dann wechseln wir. Dann warten wir, bis du da vorbei bist. Das ist jetzt schwer abzuschätzen. Und dann wechseln wir da und dann lässt du den da bitte fallen. Und wir schwimmen schnell hinterher. Wenn dann nicht diese Kackstrudel werden. Wenn dann nicht diese Kackstrudel werden, Alter. Ja, schwimm doch, Fox. Komm hoch. Oh Gott, nein, mit Wind. Das habe ich alles gar nicht mehr in Erinnerung. Ganz gut. Ich muss dich hier platzieren, okay. Oder um mich kurz abzustellen, um den hier zu killen. Denke ich mal, dass es dazu da ist. Boah, wenn ich den Wurf jetzt dann verkacke, dann hasse ich mein Leben. So. Oh Gott, Leute, jetzt kommt der Wurf meines Lebens. Oder kann Fox da drüber laufen? Nee, kann er nicht. Okay, wir warten, bis du in der Mitte weg bist. Ah, es hat geklappt. Oh Gott. So, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was war das denn nochmal für ein Test? Ich weiß es nicht. Test 4, Test der Kraft. Setze deine Kraft gegen den Sharpclaw ein. Wenn du siegst, werde ich dich zum Chrysoa-Palast begleiten. Ach komm, das hatten wir doch schon mal. Der hat ja keine Chance. Es ist, weißt du, der Test der Angst ist der einzige schwere Test. Ich weiß aber nicht mehr. Also einen Test kenne ich noch, der letzte Test ist, glaube ich. Den kenne ich noch, aber der Test, der jetzt danach kommt, daran kann ich mich auch schon nicht mehr erinnern. Was für ein Test gab es noch? Not sure, egal, wir haben den Test der Kraft bestanden und erhalten somit unseren vierten Chrysoa-Geist. Das ist, glaube ich, ich nichts wissen, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache und im nächsten Part, meine Freunde, werden wir diesen Chrysoa-Geist zurück in den Palast bringen. Deswegen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Star Fox Adventures. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!